Hallo, ich bin Robert von BabyOne und heute möchte ich euch den neuesten Zuwachs bei der Firma Bugaboo vorstellen, und zwar den Butterfly. Der Butterfly ist ein Kompaktbuggy und ja, wie der Name es wahrscheinlich schon verrät, er soll sehr klein und leicht sein. Flügel hat er noch nicht, aber er hat viele kleine Features und Besonderheiten, die wir heute uns im Detail mal genauer anschauen wollen. Denn wir haben hier einen Buggy mit einer sehr hohen Rückenlehne und einem weicheren Stoff innen drin, dass ihr wirklich einen sehr hohen Sitzkomfort für das Kind habt. Der ganze Wagen ist bis 22 Kilo ausgelegt für euer Kind und hat hier oben auch sehr schön die Gurtverstellung, die du einfach nur in der Höhe einstellen kannst. So kannst du wirklich optimale Höhe der Schultern anpassen, ohne groß zu fädeln. Vorne der Druckknopf, wie bei Bugaboo es üblich ist, sind alle Knöpfe weiß. Kannst du hier also nichts falsch machen oder dich irgendwo so lange suchen, dass du den Knopf findest. Du drückst in der Mitte rauf und schon springen dir alle entgegen, um das Kind leicht reinzusetzen. Damit du die Sitzfläche noch mal ein bisschen verlängern kannst oder die Beine nach oben setzen kannst, haben wir zwei Knöpfe an den Seiten. Damit lässt sich diese Fußstütze fünffach verstellen, um wirklich die Möglichkeit zu bieten, auch die Beine hochzulagern. Wenn euer Kind so alt ist, dass es rein und raus klettern will, kannst du die Fußstütze einfach wegklappen. Dann ist es natürlich ein bisschen leichter. Was haben wir hier hinten versteckt? Und zwar lässt sich der Wagen hier hinten mit dem weißen Hebel einfach in die Liegeposition bringen. Ihr habt eine sehr schöne Ruheposition mit drinne. Sie ist nicht ganz flach, sondern leicht angeschrägt, lässt sich aber durch das Gurtsystem hier stufenlos verstellen. Also ihr könnt wirklich immer dort Stopp machen, das hält. Und das überflüssige Band lässt sich hier oben nochmal mit einem Druckknopf befestigen. Das Dach hat zwei Funktionen nochmal. Wir haben hier eine integrierte Sonnenblende, damit wirklich auch nochmal oben das Gesicht geschützt wird. Und wir haben hier oben einen Reißverschluss, mit dem du das Dach nochmal weiter nach vorne setzen kannst. Dadurch hast du wirklich ein großes XL-Sonnendach mit oben mit dieser Gase, die halt wirklich auch für eine gute Luftzirkulation sorgt, damit da kein Hitzestau entsteht. Der Korb ist bis 8 Kilo belastbar, also du kriegst ordentlich was rein, ist also daher wirklich ein optimaler Reisebegleiter. Ne, ihr könnt damit viel machen, die Räder sind alle gefedert, sodass ihr auch wirklich gut fährt und ja, es ist kein Geländewagen, wie die Buggys halt sind, aber es ist ein toller Urlaubsbuggy und natürlich eine tolle Ergänzung zu eurem Kinderwagen, wenn ihr einfach ja, nicht mehr so ein großes Modell haben wollt, sondern einfach was Kleines, Kompaktes. Die Klappmechanismen sind hier oben am Griff versteckt. Ihr habt zwei Knöpfe, die könnt ihr mit einer Hand bedienen und dann klappt das Ganze schon mal weit nach vorne. Der Buggy bleibt dann hochkant stehen und du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu transportieren. Die eine ist halt durch die Fußstütze. Wenn du sie oben hast, kannst du das hier wirklich ganz normal als Tragehebel benutzen. Und die zweite Variante, die versteckt sich hier unten dann in dem Körbchen mit drin. Da hast du nochmal einen Schultergurt. Wenn du die Fußstütze wegmachst, kannst du den Schultergurt einfach herausziehen, dir das Ganze überwerfen und dann hast du auch nochmal eine Hand frei, um einen Koffer zu tragen oder dein Kind an die Hand zu nehmen oder was anderes mitzunehmen. Dadurch wirklich eine optimale Begleitung für die Bahn, vielleicht auch für den Flieger. Achtet bitte immer auf die Handgepäckmaße mit drauf. Er ist wirklich super kompakt, aber vergleicht das immer nochmal bei den einzelnen Fluggesellschaften. Aufklappen sind wieder die beiden Knöpfe am Griff. Aufziehen, ein bisschen gerade machen. Hier erscheint so ein kleiner weißer Strich, der zeigt euch auch, okay, das Ganze ist arretiert. Der Butterfly, eine tolle Reisebegleitung. Klein, leicht, handlich. Und ja, ich hoffe, ihr kommt damit gut voran und gut in den Urlaub.